Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. Die heutige Folge beginnen wir damit, dass wir hier erstmal ein bisschen mehr Licht produzieren. Ja. Licht ist immer gut. Gut. Dann forschen wir noch eine Kleinigkeit. Wie zum Beispiel von mir aus das Warehaus. Oder Elektromotoren. Das führt zumindest auf den Schritt Richtung Roboter. Ja. Go. Weil ich das Warehaus machen sollen, aber hey. Also das Lagerhaus auf gut Deutsch. Nicht Kriegshaus, also Warehouse und nicht War. Ja gut, ja gut, ja gut. Aber ich würde gerne mehr von den Zeug hier produzieren, für alle Fälle. Kann ja nicht schaden. So. Und dann gehen wir direkt mal auf die Waffeln. Dafür brauche ich aber mehr Ärmchen. Fällt mir gerade so spontan auf. Eins. Zwei. Und drei. Und ja, überall blinkt der Alarm. Ich werde natürlich noch ein bisschen Munition organisieren. Aber zuerst machen wir das hier fertig. So, Moment. Natürlich bekommst du auch noch Strom. So gemeint sind wir zu dir nicht. Ärmchen? Hier. Eins. Und zwei. Dann können wir dich hier natürlich noch länger machen. Oh, Forschung ist durch. Batterie, nein. Alien Understanding. Nee, geh mal auf. Noch mehr Ärmchen brauche ich jetzt aktuell nicht. Batterie. Da können wir früher oder später Laser herstellen. Ja. Ich brauche da natürlich noch so einen Ausgangspunkt. Moment. Und natürlich muss ich auch sagen, was ihr machen sollt. Das ist klar. Und dann raus da. So, dann kann die Waffelproduktion ja beginnen. Da würde höchstwahrscheinlich auch so eine normale Fabrik reichen, aber hey. Wer wird denn jetzt zimperlich werden? Eins, zwei. Moment, so rum, damit ich die Ärmchen da im Inventar habe. Klar, ich könnte die auch fester können, aber. Brauchen wir jetzt nicht. So, natürlich benötigst du auch noch eine Kleinigkeit an Strom. Moment, der Strommast hier ist natürlich Quatsch. Also können wir es wenigstens noch ein bisschen weiter erweitern. So, und für dich brauchen wir dann noch einen Ausgangspunkt. Eins und zwei. Da kommst von mir aus auch Strom. Läuft. So, dann haben wir schon mal die Waffeln. Kunststoffzangen. Kunststoffstangen. Silizium haben wir. Wir haben eigentlich alles. Jetzt müssen wir es nur noch alles irgendwo verbinden. Bevor wir das machen, würde ich mal sagen, automatisieren wir die roten Bänder. Ja. Doch ein bisschen schneller. Und ich glaube, dazu brauchen wir auch deutlich mehr Zahnräder. Und gib mir mal deine ganze Munition hier. Nun gut. Das bedeutet für uns, dass du hier erstmal weg musst. Das geht so natürlich auch. So. Zwei zusätzliche, wird es reichen? Ich weiß es nicht. Andersrum. Ja, Strom. Das altbekannte Problem. Fast-Speed-Inserter wären da höchstwahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen, aber
Nun gut. Was stimmt mit den Batterien nicht? Und oben wird was zerstört. Auch nicht schlecht. Ach, ihr braucht blaue. Oh. Mach das. Aber lasst dir Zeit. Ich muss oben erstmal wieder was auffrischen. Bereits zwei Türme zerstört. Oh. Werden wir gleich überrannt? Wir brauchen dringend eine bessere Verteidigung. Eins, zwei, drei, vier, 100, 30, 30 und 50. Und den Rest können wir direkt mal reparieren. Moment, hier brauchen wir mal rumlaufen, um das ganze Zeug im Grenzgebiet einzusammeln. So. Ja, ich glaube, da werden wir noch öfters einfach mal Türme ersetzen müssen. Du brauchst eine grüne für ein Auto. Kugelschaden. Und Kugelfeuerrate. Mach jetzt mal die Feuerrate. Die bekommen wir auch so hin. Kunststoff, genau. Damit waren wir beschäftigt. Und Zahnräder. Am liebsten alles gleichzeitig machen. Nee, so ein unterirdisches Band brauchen wir da momentan nicht. Das geht erstmal hier rüber. Von mir aus bis hierhin. Moment, so. Nun gut, normales Tunnelband. Das haben wir nicht mehr vorrätig, weil kein Eisen. Yay! Hätte ich doch zuerst da unten die Zahnradfabrik fertig gemacht. Naja, machen wir auch schnell mal. So. Und dann nur noch Strom. Genau. Und dann müsste hier natürlich noch deutlich mehr Eisen durchkommen. Wobei, Bänder könnte ich mir direkt noch holen. Alles kein Problem. Denn hier haben wir eine sanfte Überproduktion. Ärmchen werden aber nicht mehr so viele produziert, weil es an Zahnrädern fehlt, genau. Nun gut. Eieiei, also sowas lohnt sich überhaupt nicht, was ich hier aufgebaut habe. Das ist einfach nur Mumpitz. Also versuchen wir es erstmal am Leben zu halten, ich meine am Laufen. So. Hier rüber mit dir. Und hier rüber mit dir. Na komm, Kunststoff, stell dich nicht so an. Und da, das war ein 50er, oder? Dann haben wir die Kunststoffstangen auch schon mal alle unten. Hier. Das hier waren 30er? Ja. 30er haben wir ja auch noch eins. Moment, ich leite es erst einmal hier hin. Und da kommt nichts an, weil das Band leer ist, weil ich es daneben gesetzt habe. Ach so, weil da einfach nichts ankommt. Produktion hier müsste man auch drastisch erhöhen. Dasselbe gilt für Petroleum. Habe ich noch eine Chemiefabrik? Und dann produzierst du exklusiv für da drüben. Nun gut. So.
So, Moment. Wie gesagt, du produzierst exklusiv. Ein Anschluss bräuchtest du noch? Normales Rohr, daran ist heutzutage sehr schwer ranzukommen. Unten jetzt. Und unten ist auch was kaputt gegangen. Moment, ich bin gleich unterwegs. Wo waren die Rohre? Komplett vergessen, wo die Rohre waren. Ja, stress mich nicht. Hier. Gut, nur noch die Sache mit dem Strom. Ja. Oh, jetzt greifen die beidseitig an. Ich glaube, ich spinne. Vielleicht hätte ich die Erweiterung doch nicht machen sollen. Guck mal, hier haben sie einen Baum kaputt gemacht. Oder ich setze die Türme einfach ein bisschen zurück. Die kommen ja verdammt dicht dran. Weißt du was? Der nächste Turm kommt jetzt hier hin und hier hin. Dann habe ich 50 Schüsse, die ich verteilen muss. Aber immer wieder schade, dass da immer Munition verloren geht. Moment. Dass da immer wieder Munition verloren geht, wenn ein Turm kaputt geht. Das finde ich jetzt nicht so lecker. Das ist der Baum, oder? Ja. Ah, was haben die Bäume euch nur getan? Schwierig. Ich brauche dringend die blauen Fläschchen, damit wir dringend bessere Verteidigungsanlagen erforschen können. Mehr Eisen bräuchten wir ebenfalls. Moment. Eins. Zwei. Drei. Ich weiß, das boostet das Ganze nur kurzzeitig, aber ja, auch ein kurzer Boost ist ein Boost. Weil hier kommt ja schon mal gar nichts mehr an. Und du verbrat mir einfach mal das da. So, jetzt müsste für den Moment mehr ankommen, oder? Naja, vielleicht greife ich ja auch einfach zu viel ab. Ist ja auch möglich. Nächste Forschung. Luftfiltermaschine. Damit könnten wir uns ein bisschen Zeit erkaufen, oder? Erforsche es einfach mal. Dann sehen wir weiter. So, wir waren ja mit den Dingern hier beschäftigt. Verzinktes Kupferkabel. Verzinntes. Das produzieren wir hier. Hier wird es aufgeteilt. Alter Schwede. Gib mir mal so ein sehr langes unterirdisches Band. Gut, hier. Ja, das ist hier alles chaotisch. Vielleicht soll es auch so sein. Keine Bänder mehr, wie es aussieht, oder? Nee. Plündern wir nochmal die Kiste. Das alles auf Rote umzusetzen. Das wird ein Spaß. Moment. Du gehst erstmal hier weiter. So, und du gehst mal hier vorbei. Dann werden ab hier jetzt diese komischen Transistoren gebaut. Natürlich brauchen wir hier noch ein bisschen Luft für die Waffelfabriken, falls da noch eine dazukommt. Na, hier haben wir noch ein bisschen Platz, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dann würde ich sagen, das passt schon. Wir
Werden wir da drei benötigen oder nur zwei? Wir werden sehen. Wo bist du? Hier. Ärmchen. Da habe ich ganze drei Stück noch. Und wieder kommt es genau falsch rum. Nun gut. Soll mir egal sein. So, Strom. Genau, ihr befüllt das schon mal. Dann brauche ich wieder Ärmchen. Warum mache ich immer die schnellen? Die brauchen wir doch gar nicht. Wie schaut es eigentlich um unseren Strom aus? Noch relativ gut. Würde ich mal behaupten. Waffelproduktion brauchen wir auch nicht anheben. So, die Transistoren müssten dann wieder nach oben. Autosave. Ja, der Autosave zieht sich jetzt immer ein bisschen. Vielleicht sollte ich da irgendwie noch eine Pufferkiste einbauen. Nächste Forschung ist durch. Heizkessel 2. Mach einfach. Damit du dich nicht langweilst. So, habe ich eine Eisenkiste? Selbstverständlich nicht. Gib mir eine Stahlkiste. Wobei, so eine große Chest wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Gut, weg damit. So, und die Dinger habe ich gebraucht für das Zeug. Da habe ich ja alles hier soweit. Die Dinger sind hier auf dem Band schon drauf. Moment, mal genauer hingucken. Die Dinger habe ich hier in der Kiste. Und schaffen wir da so einiges? Ja, es hält sich in Grenzen. So, ich habe ja alle vier Bestandteile. Jetzt werden wir da oben wieder angegriffen. Wird Zeit, dass wir dringend die Reparaturroboter bekommen. Weißt du was? Du gehst erstmal hier runter. Dann kommt hier ein Teiler rein. Der führt das Zeug hierhin ab. Dann geht das Zeug hierhin. Na, das Zeug brauchst du gar nicht beschränken. Stapelbonus brauchen wir aktuell nicht, aber hey. Gut, Moment. Nee. Moment. Ich muss doch auf die andere Seite haben. Ja, unnötig kompliziert, aber passt schon. So, dann räume ich diese Seite hier mal frei. Gut, und dann bringen wir die Teile hier näher ran. Da sollte ich vielleicht die Produktion auch ein bisschen erweitern. Das große Problem an sich ist ja das Zeug da. Hier. Moment. Mehr Rohre, dringendst mehr Rohre. So. Hier. Zack, zack. Du hier runter. Du
hier runter. Du hier hin. Rotes Ärmchen habe ich keins mehr. Das korrigieren wir gleich mal. Forschung. Na komm, lachen wir mal die Laboreffizienz durch. Hätte ich vielleicht direkt ein paar mehr bauen sollen. Gut. Strom. Und das Ganze wird hier ausgegeben. Und du gehst hier runter. Du gehst hier hin. Moment, hier hin. So, jetzt müssen wir das ganze Zeug hier drauf bringen. Dazu nehme ich mir ein 30er Band. Die waren hier unten bei 5 Stimmen. Ich habe ja noch... Nee, Moment, hatte ich nicht. Vielleicht wäre ein 50er sinnvoll gewesen. Naja. Moment. So. Dich müssen wir umdrehen, dann läuft das. Wunderbar. Was für eine schwierige Geburt. Mach mir direkt ein paar Ärmchen. Euch. Von mir aus dich auch noch. Und dich auch noch. Gut, dann können wir jetzt endlich die Teile hier bauen. Und das Zeug benötigen wir für... Nö, brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Doch. Smart Inserter, Stahlträger und die erweiterte Schaltung und Batterien. Naja. Nun gut, fang schon mal hier an. Erstmal mit rein. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Wenn wir schon dabei sind, auch noch ein bisschen Licht. Genau. Gut. Ihr benötigt Strom. Und produziert mir dann das Zeug. So, der nächste Schritt wäre geschafft. Unten wurde wieder was zerstört. Ja, darum müssen wir uns jetzt mal kümmern. Weißt du was? Euch baue ich hier mal ab. Dann bekomme ich wenigstens ein bisschen Munition. Das bauen wir auch mal ab. Wo wurde was zerstört? Hier. Oh, sogar schon eine ganze Menge mittlerweile. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Vielleicht beißen die sich dann an den Wänden, also an den Mauern, die Zähne aus. Das wäre schön. Nichts kaputt machen. Ja, die Spucker sind ja das Problem. Ansonsten wären die Viecher schon längst down. Moment. Warum willst du nicht? Hallo. Hier. Und dann reparieren wir mal die Mauern. Eieieiei. Schlimm mit denen. Als könnte man nicht friedlich koexistieren oder sowas in der Art. Aber die wollen die ganzen Rohstoffe nicht. Und trotzdem machen die so einen Stress. Nee. Ja, da sammeln die sich bereits. Oh, die haben da direkt das nächste Nest errichtet. Das sollten wir vielleicht auch mal kaputt machen. Mit der Zeit.
Moment mal. Stellen wir da noch so ein normales Geschütz hin. So, eins, zwei. Vielleicht kümmern die sich ja um die, die näher rankommen. Dann kümmern sich die Sniper-Türme um die, die weiter weg sind, kümmern. Ist vielleicht logisch, oder? Ist wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, sobald wir erstmal Reparaturroboter haben, die hier alles reparieren und alles händisch aufmunitionieren, Lasertürme, dann rollt der Rubel. Dann können wir die Natur so ausbeuten, wie sie es verdient. Natürlich nur in Factorio. So, die Teile werden produziert. Nun gut, nochmal zu den Tränken zurückkommen. Wo seid ihr? Wo waren die Teile? Ich weiß, ich bin massiv über der Zeit, aber das macht ja nichts. Also Batterien habe ich, Smart Inserter, Stahlträger. Damit sind diese Smart Inserter gemeint, oder? Ich meine Smart Inserter, genau. Fast Speed Inserter. Müsste ich erstmal Fast Speed Inserter automatisieren. Gut, machen wir. Dazu brauchen wir immer noch genug Zahnräder. Naja, meine Freunde, dann werden wir uns in der nächsten Folge um das Zahnradproblem kümmern. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.